Hallo Leute, hier ist der Paul von bossloot.de und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr am besten Seelenstaub und Astralessenzen farmen könnt. Als Allianzcharakter solltet ihr entweder von Eisenschmiede oder das Portal nach ins Schattenhochland nehmen und von dort aus ins Scharlachrote Kloster fliegen. Und wir schwenken mal rüber zur Horde und gucken mal, wie die dorthin kommen. Die Hordenspieler haben es dank den Zeppelin etwas einfacher. Direkt aus Orgrimmar den rechten Zeppelin hier nehmen und einfach nach Tirisfal fliegen. Oder aber ihr lasst euch ein Portal nach Unterstadt machen oder nehmt das Portal im Schrein in Pandaria. Gut, dann rüber zur Instanz. Das Scharlachrote Kloster ist unterteilt in die Scharlachroten Hallen und die Scharlachrote Kathedrale. Wollt ihr wirklich nur große Astralessenzen farmen, dann solltet ihr nicht in die Scharlachrote Kathedrale gehen, weil das Item-Level dort ist etwas zu hoch und ihr würdet statt Astralessenzen Mystiker-Essenzen bekommen. Aber man muss sagen, die Haupteinnahmequelle von den VZ-Mats kommt durch Schneiderei. Und ich denke, dass man in der Scharlachroten Kathedrale mehr Stoff findet und somit im Endeffekt mehr VZ-Mats bekommt. Aber nichtsdestotrotz fangen wir mit der Scharlachroten Halle an. Ich habe die Videogeschwindigkeit mal ein bisschen erhöht. Und hier ist der Eingang zum Scharlachroten Kloster und dann im Speziellen rechts zu den Scharlachroten Hallen. Ich habe den Timer mal mit angemacht, damit man ungefähr sieht, wie lange man braucht. Nicht vergessen, stellt die Instanz auf 5 Spieler normal, also nicht heroisch. Und leider muss man sagen, dass durch diese Events hier oder gerade dieses erste Event und das zweite Event beim Hundemeister die Instanz, also die Geschwindigkeit ein bisschen verlangsamt wird. Aber nichtsdestotrotz bekommt man einige grüne Items und ein wenig Stoff. Der letzte Teil ist eigentlich der, wo man am meisten Sachen bekommt und auch am besten pullen kann. Großartig eine Item-Level-Voraussetzung oder ihr müsst einfach nur Level 90 sein, dann könnt ihr hier ganz entspannt farmen. Ich empfehle nicht mit Sachen zu pullen, die Damage machen, also kein Multischuss oder eine heulende Böe, sondern Sachen wie Spott oder ein Bodypull einfach durch die Mobs durchlaufen, damit ihr die hier schön zum Ende der Instanz zum Endboss ziehen könnt und alle auf einem Punkt habt, damit ihr die alle nur einmal looten müsst und nicht immer zwischen den ganzen Leichen hin und her rennen müsst. Und wie man sieht, man bekommt vorwiegend Seidenstoff, aber auch Wollstoff. Der Wollstoff ist leider immer für Seelenstaub und Astralessenzen nicht so optimal, aber könnt ihr im Auktionshaus verkaufen. Ja, wie ihr seht, jetzt hier 3 Minuten, 4 Minuten für circa einen Run. Den Instanzausgang erreicht man eigentlich auch relativ schnell wieder. Und wir gehen dann einfach mal in die andere Instanz und gucken mal, wie gut es da droppt. Ja, ich habe dann noch schnell die Sachen aus der Instanz eben entzaubert, damit ich genau sehe, wie viele gute Items ich aus der nächsten Instanz bekomme. Der Instanzeingang ist genau gegenüber von den Scharlachroten Hallen. Macht einfach die Map auf, ist ja alles beschrieben. Als erstes würde ich empfehlen, dass ihr den Trash vor dem ersten Boss nicht tötet, einfach durchrennt zu dem ersten Boss, den kurz töten, damit die Tür aufgeht. Und hier in dem Bereich, seht ihr schön, kann man wunderbar mit dem Mount pullen. Es sei gesagt, dass ihr eventuell kurz stehen bleiben müsst, also in die Mobs reinlaufen, kurz stehen bleiben, damit die wirklich aggro ziehen, weil ich hatte es ganz oft. Ich bin einfach durchgerannt und habe dann gesehen, oh, ich habe die gar nicht geaggrot und die sind mir gar nicht hinterhergerannt. Ja, einfach kurz auf dem Hof im Kreis drehen und man sieht sehr, sehr viel Stoff und leider kein grünes Item jetzt hierbei. Aber wie gesagt, ich glaube, also wenn man es langfristig mal testen würde, dann ist der Stoff die eigentliche Quelle von den VZ-Mats. Ja, hier drinnen einfach doof rumrennen, alles anhitten. Die Bosse könnt ihr eigentlich ignorieren, weil die droppen halt immer nur blaue Sachen und die Splitter sind nicht wirklich viel wert. Ja, versucht euch wieder hinter irgendeine Ecke zu stellen, damit die ganzen Caster alle schön rankommen. Und dann sieht man ungefähr, dass man aus beiden Instanzen circa so 2 bis 3 Stacks Seidenstoff bekommt. Und jetzt hier in der Instanz leider nur ein grünes Item. Aber ich habe jetzt einfach mal getestet, also gerade noch die Uhr angehalten, wenn man braucht circa 4 Minuten.
Und jetzt habe ich einfach mal getestet, okay, was ist hier bei den Mobs so los? Weil die sind ein bisschen nervig da mit den Leichenhaufen, die muss man immer komplett töten. Ansonsten respawnen die immer. Aber man sieht, bei denen habe ich drei grüne Items bekommen, mehr als in der restlichen Instanz. Also es könnte sich lohnen. Müsst ihr selber wissen, ob ihr den mitnehmen wollt. Wichtig ist, dass das Item-Level stimmt für den Seelenstaub und dass ihr möglichst dann halt Schneiderei habt. So, dann porten wir uns mal zurück und werden mal den Seidenstoff umwandeln. Ja, wie ihr sehen könnt, der Schlüssel ist die azurblaue Seidenkapuze. Die benötigt zwei Seidenstoffballen, relativ simpel, und wird genau in Seelenstaub und große Astralessenzen entzaubert. Sei gesagt, Essenzen kommen vorwiegend aus Waffen, also ist die Chance, Seelenstaub zu erhalten, so circa 60% hier bei der Seidenkapuze. Ja, ansonsten, was sei zu sagen? Insgesamt würde ich jetzt sagen, für beide Instanzen 10 Minuten. Natürlich muss man noch beachten, dass man hinfliegen und sich wieder zurückporten. Man muss den Stoff dann noch umwandeln in Ballen und dann noch herstellen. Also sagen wir mal eine Viertelstunde für alle drumherum. Und im Endeffekt kommt man dann auf circa, kommt man, sagen wir mal, 6 Astralessenzen, 5 bis 10 circa. Und ein bis zwei Stacks Seelenstaub, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ihr habt es ja gesehen, in der zweiten Instanz waren nicht so viele grüne Items dabei, da habe ich schon wesentlich bessere Runs gesehen. Ich wünsche viel Spaß beim Farmen und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.